Herr Professor Thomsen, das San Antonio Breast Cancer Symposium 2020 ist zu Ende gegangen. Es hat virtuell stattgefunden. Was waren denn die Highlights bezüglich des metastasierten Brustkrebses? Bezüglich des metastasierten Brustkrebses gab es vielleicht nicht so extrem viel an Vorträgen und Beiträgen, aber das, was vorgetragen wurde, waren natürlich schon klare Signale, die so das verstärken, was wir in den letzten 12 Monaten gelernt haben. Also Punkt 1, beim triple-negativen Mammakarzinom gibt es eine neue Substanz, nämlich ein Antikörper-Drug-Conjugate, also ein Antikörper, der mit einer hochtoxischen Chemotherapie direkt verbunden ist. Dieser Antikörper bringt dann diese Chemotherapie direkt zur Zelle und setzt sie dort frei, sodass eine hocheffektive Medikation halt nur dort wirkt, wo sie auch wirken soll. Und da ist ja ein Medikament entwickelt worden für das triple-negative Mammakarzinom, das heißt Sacituzumab govitecan. Dieser Antikörper ist gegen ein Protein, was ich als Gynäkologe eigentlich kennen sollte, Trophoblast-Antigen Typ 2. Soll beim Triple-Negativen relativ häufig vorkommen. Und das funktioniert offensichtlich bei diesen Patienten. Diese Studie ist ja vor gut einem Jahr schon vorgestellt worden und das Medikament ist in Amerika zugelassen und wird auch natürlich in Europa bereits angefragt. Die Studie hat jetzt gezeigt, dass der tolle Effekt, den man gesehen hatte, auch auf das Überleben in der Phase-3-Studie, dass der durchhält, auch unabhängig davon, wie stark jetzt dieses TROP2-Antigen exprimiert ist. Also sowohl Patienten mit einer sehr starken Expression dieses Antigens haben, oder wo die Tumoren eben dieses Antigen sehr stark exprimiert haben, haben einen sehr, sehr großen Effekt, als auch die Patienten mit etwas schwächerer Expression, sodass man sagen kann, wir haben diesem Medikament zunächst mal ein Tool in der Hand, was wir generell beim triple-negativen Mammakarzinom-Metastasierung einsetzen können. Und also die Daten, wenn ich mich recht entsinne, waren so doch so ungefähr von 6 Monaten auf 12 Monate Verlängerung des Gesamtüberlebens. Das ist schon eine Hausnummer, die beim triple-negativen Mammakarzinom auf jeden Fall anzuerkennen ist. Und es ist ein neues Instrument, was wir einsetzen werden. Die zweite Substanzgruppe, die interessant ist, ach so, doch mal zu dem Sacituzumab, genau, das Sacituzumab eben, wie gesagt, unabhängig auch von der Expression des Antigens. Die zweite Substanzgruppe, mit der wir uns auch nochmal neu beschäftigt haben, waren die Checkpoint-Antikörper, also Pembrolizumab oder Atezolizumab-Antikörper, die sozusagen das Immunsystem dahingehend aktivieren, dass die Zellen, die Tumorzellen wieder erkennen können und auch zerstören können. In der KEYNOTE-0355-Studie mit dem Pembrolizumab wurden verschiedene Chemotherapien eingesetzt, unter anderem Nab-Paclitaxel, Paclitaxel und eine Kombination aus Gemza und Cisplatin. Auch wieder beim metastasierten triple-negativen Mammakarzinom First Line, also in der ersten Linie. Und letztendlich, Quintessenz dieser Daten sind zunächst erstmal, Antikörper mit Chemotherapie funktioniert irgendwie immer. Zweite Quintessenz von diesen Daten ist, dass je höher dieser PL1-Faktor auf den Tumorzellen oder an den Immunzellen exprimiert ist, desto besser funktioniert die Substanz. Aber auch bei geringerer Expression funktioniert es. Aber ganz klar, wenn Sie sehr hohe Expressionen haben, dann funktioniert es am besten. Und der dritte Punkt wäre vielleicht, wenn man doch mal die verschiedenen Chemotherapien anschaut, dann hat man so den Eindruck, dass die gute Hälfte, ich glaube sogar 60% der Patienten mit der Kombination behandelt worden sind. Da ist der Effekt nicht ganz so groß. Einige wenige, so etwa 10-15%, sind mit Paclitaxel behandelt worden. Da hat man den Eindruck, dass das auch funktioniert, gar nicht mal so schlecht. Und den verbleibenden 30% sind mit Nab-Paclitaxel, also dem üblichen Standard, behandelt worden, wo man ja kein Cortison zur Immununterdrückung dazugeben muss. Da funktioniert es eben auch. Ich würde einfach sagen, die Kombinationschemotherapie haben zwar die größten Zahlen, aber von der Subgruppenanalyse ist das jetzt nicht so ganz passend. Die Paclitaxel-Therapie, nettes Signal, aber wenn es nur 15% des Gesamtkollektivs ist, glaube ich, sollten wir das derzeit nicht überbewerten. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir eine Studie hatten, die gezeigt hatte, dass die Kombination der Immuncheckpoint-Inhibitoren mit Paclitaxel selbst eher nachteilig ist. Und somit würde ich sagen, die Studie zeigt eigentlich in der Quintessenz, dass wir zunächst mal mit Nab-Paclitaxel als Standardmedikation weitermachen sollten.
Kann das beim Paclitaxel daran liegen, dass man eben das Immunsystem zusätzlich unterdrückt? Ist eine der Hypothesen, aber ganz sicher ist man sich noch nicht, weil nicht alle Daten dafür sprechen. Also es ist einfach eine heterogene Datenlage. Deswegen wäre ich derzeit zurückhaltend mit Paclitaxel und würde standardmäßig Nab-Paclitaxel einsetzen, so wie wir es ja auch aus der Impassion-Studie zum AT-Zolizumab kennen. Auch da wurde nochmal etwas vorgestellt. In diesem Fall eben ganz interessant, mal nicht die klinischen Daten, sondern das, was die Patientinnen dazu sagen, in Bezug auf Lebensqualität, Verträglichkeit, Nebenwirkungsrate und so. Und der interessante Punkt war, dass eigentlich die Lebensqualitätsdaten sehr schön widerspiegeln, dass natürlich eine Therapie, also besonders in der Anfangsphase, etwas Nebenwirkungen macht. Das gilt aber sowohl für die experimentelle Therapie mit dem Antikörper als auch für die Standardtherapie. Dass in dem Moment, wo die Chemotherapie vorbei ist, die Lebensqualität eher besser wird und sich stabilisiert. Und dann sieht man eben nach ein paar Monaten, dass die Patienten, die mit der Standardtherapie behandelt worden sind und früher wieder in die Metastasierung, in die Progression gehen, dass die dann auch mit der Lebensqualität schlechter werden, wenn die Patienten, die mit dem neuen Medikament, also in dem Fall Atezolizumab, behandelt worden sind, dass die eben ganz länger, viel länger auch mit der Lebensqualität dann auf einem hohen Niveau stabil bleiben. Also für mich eine ganz wichtige Botschaft. Wir sollen eben auch nicht nur auf das schauen, was wir jetzt als harte Daten im Sinne von progressionsfreiem Survival oder so messen, sondern es ist ja auch wichtig, wie die Medikation bei den Patienten ankommt. Gerade in der metastasierten Situation meines Erachtens sogar der entscheidende Punkt. Gab es sonst noch irgendwelche Daten im Bereich des Metastasierten, vielleicht auch außerhalb des Triple-Negativen? Ja, wir hatten eine Reihe von ganz gut diskutierten Postern zum HER2-positiven Mammakarzinom, was jetzt die neuen Substanzen dort betrifft, also sowohl die neuen Tyrosinkinase-Inhibitoren wie Ducatinib, als auch diese neuen Antikörper-Drug-Conjugates, wie das Trastuzumab-Deruxtecan. Letztlich muss man sagen, summa summarum, diese neuen Analysen bestätigen das, was wir aus den großen Studien bisher wissen. Und da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, dass die Medikamente auch für uns einfach zugänglich sind, derzeit noch über die Auslandsentwicklung, weil in Europa noch keine Zulassung besteht. Und dann vielleicht eine interessante Studie vom Alain Spert aus Barcelona, der mit dem PAM50-System die metastasierten Patienten untersucht hatte, die mit den Mona-Lisa-Studien behandelt worden sind. Das wäre Ribociclib mit einer endokrinen Therapie in Kombination in verschiedenen Situationen, also entweder First-Line oder Second-Line, mit ja insgesamt immer sehr, sehr schönen Ergebnissen zugunsten des CDK4/6-Inhibitors. Und Alain Spratt hat aufgrund dieser Analyse mittels PAM50 nochmal gezeigt, dass der Haupteffekt eben natürlich bei denen zu sehen ist, die wirklich Luminal B-Karzinome sind, sprich Hormonrezeptor-positive Karzinome mit einem hohen Metastasierungsrisiko, mit einer hohen Proliferationsrate. Das sind die, die profitieren eben ganz klar von der Kombination aus CDK4/6-Inhibitor und der endokrinen Therapie. Die Basal-Likes, die also auf immunhistochemisch als Triple-Negativ bezeichnet werden, die profitieren natürlich nicht, weil sie vielleicht einfach auch gar keinen funktionellen Rezeptor haben. Und die HER2-Positiven, also in diesem Fall HER2-Enriched, weil auf RNA-Ebene gemessen, die interessanterweise zu einem geringen Prozentsatz doch auch bei den immunhistochemisch Negativen gefunden werden, die haben wiederum auch profitiert von der Zugabe des CDK4/6-Inhibitors, was ganz gut zu den ursprünglichen Modellen an Zellkulturen passend vom Richard Finn, der da eben in der Kombination sehr schön zeigen konnte, dass gerade die CDK4/6-Inhibition sowohl bei den Hormonrezeptor-Positiven mit Risiken als auch bei den HER2-positiv exprimierenden Tumorzelllinien funktionieren. Das Medikament ist ja bisher im Wesentlichen bei der HER2-positiven, bei der Hormonrezeptor-positiven HER2-negativen Situation evaluiert und in den Markt gebracht worden. Aber es gibt eben auch erste Daten aus klinischen Untersuchungen, zeigen, dass es möglicherweise auch eine Substanz für die HER2-positive Situation sein könnte. Und dazu sind diese Untersuchungen von Alain Spratt auch nochmal ein klares Signal. Wenn Sie sagen RNA getestet, HER2-enriched, was bedeutet denn das? Wir haben, das Mammakarzinom ist ja eine heterogene Erkrankung und die Arbeitsgruppe de Russelli und Charles Etchak-Peru aus Oslo und Stanford haben eben
zusammen herausbekommen, dass man aufgrund von der sogenannten Messenger-RNA-Analyse, die Messenger-RNA sind praktisch die Rezepturen für die Anlegung, für die Produktion der Eiweißstoffe, aus denen die Zellen gebaut sind. Und wenn man diese Rezepturen, also diese Messenger-RNA, untersucht, dann stellt man fest, dass es bestimmte mRNA-Typen gibt, im Sinne von Profilen, die zu einem Hormonrezeptor-positiven Karzinom passen, solche, die zu einem HER2-positiven Karzinom passen und solche, die zu Triple-Negativen passen. Und bei den Hormonrezeptor-positiven kann man nochmal unterscheiden aufgrund dieser RNA-Signatur, aufgrund des Profils, ob sie nun High-Risk, also Luminal B sind, oder ob sie Low-Risk sind, also Luminal A. Und wenn man das mit der Klinik vergleicht, dann sieht man sogar auch, dass die Luminal B, die HER2-positiven, also HER2-enriched in dem Fall, und die Basal-Likes tatsächlich auch die schlechtesten Verläufe haben, wenn man sie nicht vernünftig behandelt. Die Nomenklatur ist jetzt so, dass wir im Bereich der Molekularbiologie von Luminal A, Luminal B, HER2-enriched und Basal-Like sprechen. Man kann diese Dinge immunhistochemisch in etwa näherungsweise mit einem relativ großen Fehler noch, aber doch nachbauen. Und um da jetzt nicht von der Begrifflichkeit durcheinander zu kommen, werden die Tumoren dann halt nicht als Luminal A, sondern als Luminal A-like bezeichnet und die anderen als Luminal B-like. Und die, die nach Profil HER2-enriched sind, heißen dann eben, dass sie HER2-positiv sind, in dem Sinne, wie wir das ja von den klinischen Studien kennen. Und die Basal-likes sind mehr oder weniger überlappend mit den Triple-Negativen. Wird sich denn jetzt, sagen wir mal, aufgrund der Daten, aller Daten in San Antonio zum Metastasierten irgendwas ändern? Ich denke, bei der triple-negativen Situation werden wir zumindest bei den Patienten, die ein gewisses Intervall hatten von 6 bis 12 Monaten nach Abschluss der Primärtherapie, da werden, denke ich, die Immuncheckpoint-Inhibitoren immer mehr in den Vordergrund kommen, auch wenn nicht alle Fragen beantwortet sind. Ich denke, die Zulassung von dem Sacituzumab Govitecan lässt auf sich warten bei der EMA. Die wird sicherlich kommen, weil die Daten sind einfach überzeugend. Ähnliches gilt für Trastuzumab Deruxtecan und Tucatinib bei der HER2-positiven Situation. Ich glaube, dass sich aber, und bei den Hormonrezeptor-positiven haben wir ja die CDK4-Inhibitoren als Standards drin. Ich denke, da wird sich jetzt nicht groß was ändern. Ich denke, vielleicht wird sich ein bisschen was ändern, weil wir gesehen haben, wie ich ja auch mit der Arbeit von Alex Spratt angedeutet habe, dass immer mehr die Molekularbiologie in den Vordergrund tritt. Und so wird es immer wichtiger, dass man in der metastasierten Situation spätestens die Patientin auch bezüglich dieser molekularbiologischen Unterschiede genau testet. Dazu gehört bei der hormonrezeptor-positiven Situation irgendwann auch das PIK3CA, also PI3K-Enzym dazu, weil wir da ja einen Antikörper haben, ein kleines Medikament haben, Alpelisib, also ein sogenanntes Small Molecule, mit dem man diese Patienten dann nochmal chemotherapiefrei behandeln könnte. Es gehört dazu vielleicht auch die Mutation des Östrogenrezeptors, ER1-Mutation. Ganz sind wir uns nicht sicher, welche klinischen Konsequenzen wir daraus ziehen könnten, aber wir wissen, dass die ESR1-Mutierten zumindest auf Aromatase-Hemmer nicht ansprechen. Und ganz sicher gehört auf jeden Fall dazu, und das sollte man nicht vergessen, die BRCA-Mutationsanalyse, sowohl bei allen Patienten, die HER2-negativ sind, also sowohl bei den Triple-Negativen als auch bei den HER2-positiv, HER2-Negativen, weil wir mit den PARP-Inhibitoren, die bei BRCA-Mutationen besonders gut funktionieren, ein klares neues Instrument zur Verfügung haben, mit dem wir die Patienten nochmal zusätzlich behandeln können und damit einfach einen deutlichen und effektiven Therapieschritt mehr in unserer Schublade haben. Ne? Sind das jetzt alles Tests, die an der Metastase getestet werden müssen? Oder gibt es davon auch welche, die im Blut getestet werden? Also zurzeit ist es immer noch so, dass wir sagen müssen, das, was am Tumor verändert ist, müssen wir am Tumor messen. Also müssen entweder den Primärtumor kennen oder nochmal eine Biopsie von der Metastase nehmen. Und das, was wir nach Studienlage aus der Keimbahn wissen müssen, müssen wir an den Lymphozyten oder Leukozyten messen und die kriegen wir aus der Blutanalyse.
Aber natürlich schwebt uns vor, in Zukunft vielleicht aus einer einzigen Blutabnahme heraus sowohl über den Tumor als auch über die Keimbahnsituation etwas sagen zu können. Und umgekehrt muss man auch sagen, derzeit wissen wir, dass die Humangenetik natürlich extrem hohen Zulauf hat und extrem hohe Arbeitslast, sodass wir überlegen, ob wir nicht in Einzelfällen auch die Tumoren primär schon mal auf die BRCA-Mutation testen und nur die positiven dann nachtesten lassen von der Humangenetik, was dann wegen des familiären Risikos unbedingt sein muss. Aber die Studien sind halt so, dass PARP-Inhibitoren nur gegeben werden sollen bei Keimbahnpositiven. Das ist halt einfach bisher die Studienbedingung gewesen, sodass wir uns da bisher noch ein bisschen schwer tun. Also, Quintessenz, zurzeit sehr differenziert, Teil am Tumor, Teil im Blut. Der Zwischenschritt könnte sein, dass wir immer mehr noch am Tumor machen und immer weniger am Blut. Und die Zukunft könnte vielleicht sein, dass wir dann alles im Blut machen. Okay, also auch da weitere Entwicklungen. Vielen herzlichen Dank für diese zwar etwas verwirrende, aber man denke ich, wenn man es zumindest das zweite Mal hier anhört, dann versteht man diese vielen verschiedenen Zusammenhänge. Vielen Dank für diese Zusammenfassung der Highlights. Frau Heidinger, Sie haben das, Renate, du hast das gut gesagt. Die Sache ist verwirrend, sie ist auch für uns verwirrend und wir müssen das erstmal setzen lassen. Die Molekularbiologie, das sollte die wichtigste Botschaft sein, sollte aber in Zukunft, sollte jeder Arzt dran denken, das in der metastasierten Situation mit der Patientin zu diskutieren. Vielen Dank.